Willkommen, ihr Lieben, bei der zweiten Folge heute auf dem Donnerstag, also 16 Uhr seht ihr ja die Folge und ab und zu bin ich, glaube ich, mal ein bisschen laut. Das liegt daran, dass ich mich immer mal wieder so ein bisschen vorm Mikro hin und her bewege. Ich versuche das mal so ein bisschen rein zu pendeln hier. Also auch wir hier in den Soßen, ja, man glaubt es kaum. Ich habe es heute beim Izu gesehen, auch die DLZs sind nicht von Einsternern befreit, sondern auch die machen die, aber wir haben im letzten Clankrieg gegen den Clan Scharnhorst, also gegen unseren deutschen Gegner, 7 Einsterner hingelegt. Das ist echt gruselig, ganz, ganz gruselig gewesen. Ich kann es euch leider nicht mehr zeigen, weil wir schon im aktuellen nächsten CK hier sind. Aber was ich euch sagen kann, es ist ein kleines Wunder geschehen, denn der Clan, gegen den wir am Anfang gespielt haben, gegen die Mafia-Gangster, glaube ich, war es, die haben heute leider prozentual gegen uns gelost und deswegen sind wir in der Liga geblieben. Ich kann es kaum glauben, wir sind in der Liga geblieben. Wir haben heute nochmal so richtig verkackt. Also von 7 CKs haben wir 6 Stück verloren. Lag sicherlich auch daran an unseren vielen, vielen Elfern. Also wir müssen hier so ein bisschen 12er aufstocken, wie auch immer, wenigstens für die Liga. Ich habe schon gesagt, lass uns Leute suchen für die nächste Liga, dass wir wenigstens 15 12er hier irgendwie kämpfen können, um uns in Champion 3 zu halten, denn anders geht es nicht. Mit Elfern ist das nicht möglich, denn du kassierst bei den 12ern 2 Sterne und bei 1 oder 2 Elfern dann 3 und das reicht dann in der Regel schon, wenn du es nicht selber kompensieren kannst. Aber wir haben es selber nicht kompensiert. Wir haben hier den 6. Platz gehalten. Noch ganz, ganz am Ende haben wir mehr prozentuale Zerstörung gehabt als die Mafias. Unglaublich, echt unglaublich, kann ich euch sagen. Im Classic-Bereich sind wir natürlich noch mit 4 CKs jetzt dahinter, aber unser aktueller Gegner sieht auch nicht viel besser aus. Also auch die haben ihr Lock frei und haben die Saison auch gehalten. Sie haben ihre Liga auch gehalten, okay. Und haben aber auch die letzten vier hier verloren, also absolut auf Augenhöhe der nächste CK, hier kann ich euch sagen, denn mit 6 Zwölfern auf unserer Seite und 5 Zwölfern auf deren Seite, dafür haben die dann einen Elfer hier unten mehr, bei uns geht es mit Rathaus 10 erst ab 12 los, da haben sie einen mehr oder zwei mehr, ja, muss man mal schauen, hier unten ist absolut identisch, die haben einen 9er, einen 8er, schuldig bitte, und hier auch einen 8er, passt. Super Matchmaking, muss ich mal so sagen, was ja in der Liga spielen ja ganz andere Werte eine große Rolle, vor allen Dingen diese blöden Einsterner. Ich kann euch leider ja jetzt nichts mehr aus diesem Clan zeigen. Das tut mir auch ein bisschen leid dafür, dass die zweite Folge ist. Aber ich hoffe, ihr habt das Event gespielt. Ich habe es nämlich gespielt hier nebenbei. Zumindest mit dem Account schon mal fertig hier. Also mit den Packers und mit den Babydrachen. Ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte. Und ich würde sagen, damit wir wenigstens noch ein bisschen Clash of Clans sehen, ihr seht mich ja heute Abend auch nochmal. Also in ein paar Stunden, 16 Uhr, 17, 18, 19, bin ich beim Sky mit im Video. Ich verlinke euch das Video nochmal unten hier in der Beschreibung und auch hier vorne einmal so ein bisschen als so Halblink einmal rein. Denn dort werden wir mit Facecam, denke ich mal, die Liga-Beendung bei Cloud 21 sehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich werde auch mit diesem Account da reinwechseln, damit ich möglichst viel mitbekomme und natürlich auch wieder mit euch Zuschauern viel, viel interagieren kann. Ich kann euch sagen, wir beide freuen uns ganz, ganz tierisch drauf auf dieses kleine Event, so auf so einen Donnerstagabend. Ist sicherlich mal ganz, ganz gut angebracht. Und mich hat es natürlich wieder gefreut, dass der Olli mich mal wieder gefragt hat und ich mal wieder nicht absagen konnte. Also wie gesagt, unten in der Beschreibung und hier eben als kleine Karte nochmal rein. Und ich würde sagen, wir suchen hier einen Gegner, dass wir wenigstens noch ein bisschen Clash of Clans sehen. Wow, das ist ein netter Gegner, den nehmen wir mal mit. Mit unserer Packer-Armee. Mal sehen, wenn wir uns hier schlagen. Single. Multi, na gut, okay. Single, Multi, na okay. Ich setze hier jetzt mal meine ganzen Packies. So, dann könnt ihr hier schon mal reingehen und die Karre hinterher. Ein paar Magier, da muss einer hin, da muss einer hin. Jo, das sieht ganz gut aus. Okay, der Wagen schlägt uns hier jetzt hoffentlich die Schneise
Und ich muss mal gucken, wo ich hier jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die ganze Meute hier in Wallung bringe. Hier hinten. Ich lasse die hier hinten mal springen. Denn ich glaube, hier und hier ist an der Stelle ganz gut gefrostet. Wo sind eigentlich meine ganzen Truppen? Oh, meine ganzen Truppen sind irgendwie doof zu Gange gerade. Okay, ich brauche nur die Ressourcen. Ihr wisst, ich brauche ja nur die Ressourcen. Ich brauche nie das Rathaus. Und deswegen kann ich es auch hier so ein bisschen gehen lassen. Ich gucke mal, dass sie hier so ein bisschen rumgehen. Ja, das passt so. Das passt so. Minen und Sammler alle außen. Und deswegen passt das hier in jedem Fall für die Päckis. Mein King war da noch gerade am Leben. Jetzt allerdings nicht mehr. Hier sind jetzt nur noch die Päcker unterwegs. Dann lassen wir die mal noch ein bisschen schneller laufen. Und 63%, mal sehen, ob wir auf die 70 kommen, dass wir wenigstens den ganzen Legendenbonus mitnehmen. Denn ich habe mir vorgenommen, ich bleibe mal bis zum Ligaende in der Legende drin. Ist ja auch mal nicht ganz so schlimm. So ein paar Punkte kann ich sicherlich auch vertragen. Okay, die haben hier nicht ganz alles geschafft. Donnerwetter, harte Base. Aber gerockt hier, Dunkles haben wir in jedem Fall für die nächste Forschung. Und auch mit dem Bonus hier kann ich sowieso jeden Tag leben. Also nett gemacht. Und 36 Minuten, ich hätte fast gesagt, wir machen einfach noch einen in dieser Folge. Denn so ein bisschen auf zwei Beinen, nee, auf einem Bein kann man nicht stehen. Auf zwei Beinen steht man besser. Also ich fordere eben mal Truppen, lass die Helden eben regenerieren. Und dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Ui, ein Rathaus 11, jo. Oh ja, den können wir mal machen. Den können wir mal machen hier in der Legendenliga. Mal sehen, wo wir an die Luftabwehren kommen. Ich schaue jetzt mal gerade. Rathaus, da geht ja jetzt nicht so wirklich meine Karre hin und macht das Rathaus. Und Multi-Inferno. Es macht die Sache nicht einfacher. Muss ich mal so sagen. Deswegen gehen wir hier mal mit unseren Helden so ein bisschen rein. Mauerbrecher hier mal sehen, ob wir nicht wenigstens eine Luftabwehr hier bekommen und so ein bisschen außen was gerissen. Die Queen lassen wir mal außen vor. Die wird irgendjemand wird diese Queen machen, denke ich mal. Und dann lassen wir lieber unsere Queen und unseren King so ein bisschen was rocken. So, hier hinten noch. Okay, da haben wir jetzt das nicht ganz geschafft. Dann gehen wir mal von hier mit der Karre rein. Und ihr seht das hier, ich habe ja auch noch 6 von dem Babydrachen dabei. Die nehme ich hier aber auch. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich nehme ruhig 2 Stück. Immer pro Segment bzw. pro Viertel. Mal sehen, wie die hier jetzt so durchrauschen. So. Adler halten wir hier mal an. Und unsere Loons hier so ein bisschen in Wallung gebracht. So, passt das ganz gut. Einmal hier den Wut. Einmal den Warden gezündet. Na komm. Ja, mach doch mal den Adler da. Mach doch mal den Adler da. Ach, hier ist gerade Rock around the clock. Okay. Und dann machen die aber das hier. Die machen den noch. Ah, okay. Das passt. Das passt so. Wir haben noch einen Magier hier. Eine Bogenschützin. Und jetzt ist das Rathaus schon mal dran. Da sind jetzt nur noch 2 Defenses. Mal sehen. Ich glaube, hier ist der Eilzauber. Super aufgehoben. Komm. Einmal noch die Warden-Statue. Ah, schade. Aber okay. Ich denke, meine 3 Babydrachen hier und der Warden, die werden das in jedem Fall machen. Den einen Bogenschützen-Turm hier, die 7 Pokale möchte ich jetzt ganz gerne mitnehmen. Einmal voll, damit ich hier so ein bisschen in der Legendenliga bleibe. Um so ein paar Pokale noch zu schröpfen. Na komm, jetzt macht den einen Bogenschützenturm da ja endlich, meine Herren. Ich dachte schon, die schaffen das nicht. Der Warden ist ja jetzt unerreichbar von der Kanone. Ich habe noch Lufttruppen, 23, 22, 21, 20 Sekunden. Passt. Also, so habe ich dieses Event hier übrigens hinter mich gebracht. Das solltet ihr auch noch machen. Einen Tag läuft es noch. Und ich freue mich auf heute Abend, wenn wir uns denn im Stream von
Sky Live COC Wiedersehen, also mit dem Olli und mir, beziehungsweise doch mit dem Olli und mir, ja. Es ist der Stream von Olli. Ich will mal eben neu anfordern, denn ich bin im, Boost und ich verlasse den Clan dafür nachher. Wir sind ja aktuell im CK. Der läuft jetzt erstmal ein, zwei Tage. Also ich habe alle Zeit der Welt. Ich hoffe, die beiden Folgen hier auf dem Donnerstag haben euch gefallen, auch wenn sie jetzt nicht so super, super lang sind und nicht so super extrem viel Inhalt vor allen Dingen von hier gezeigt hatten. Ich war hier einfach ein bisschen zu spät mit dem Aufnehmen von der CWL, aber ich kann euch sagen, wir haben 6-mal verloren, 1-mal gewonnen, haben die Liga trotzdem gehalten. Unglaublich. Egal. Bis dahin. Euer Toto. Clash.